Dem auch mal ein Brötchen. Kannst du es ein ganz bisschen zurück machen? Ja. Super. Ja. Bleibst du stehen oder gehst du gut? Wenn er rauskommt, gehe ich in die Hocke und danach können wir uns in Ruhe sortieren. Deine Kochen ziehen oder? Ja. Mein Englischlehrer hatte recht. Ich überlege, ob ich 300 oder 400 mache. Ich habe mir mein 100 zu. Ich kann mit 204 Euro bauen. Ja, ich mache das heute Nacht. Der Rest wird gekocht, oder? Ohne Witz, das ist die beste Investition, die ich jemals privat getätigt habe. Ist es deins? Ja. Ohne Witz, dass ich 99% aller Bilder in Karlsruhe auf CDU-Parteien in der Hand habe. Eine Schicke ist ja das. Kameras von der Uso-Zeit. Mittlerweile ist das wieder alles. Das ist super gerecht. Scharf, Farben, Shit. Also ich muss sagen, ich habe ja die letzten 10 Jahre nur gekotzt über Kano. Über den ganzen Rums und die unscharfen Objektive und dieses ganze Matschzeug. Meine, wenn du Werbebilder anhast. Im Weitwinkelbereich, das war ja echt keine Vollkatastrophe. Aber die neuen, die letzten Objektive jetzt. Die haben jetzt das ist alles im Prinzip entsprechend neu gerechnet. Ja, und dann passt es auch. Dieses 35er, das neue, das ist Wahnsinn. Das ist so irre. Ich hab ja von Sigma diese 314er. Die sind völlig Wahnsinn. Das ist irre. Für ganz kleines Geld. Nee, das macht mittlerweile macht das Spaß. Jetzt hätte ich gerne nur noch eine Kamera, die endlich vernünftige Farben macht. Da finde ich ja Canon sowieso ein Lenk besser als Kamera. Das ist alles Farben. Ja. Ja, ja. Ja, da weiß er, der verschwitzt sich auch noch nicht. Also muss ich wirklich sagen, also wenn, was ich gerne hätte, also wenn du so ein S1-Teil hast, haben die wirklich 1:1 sind, wo einfach weiß ist, Gesicht und einfach natürliche Farben und nicht irgendwie leicht rotstichig oder leicht ins Bräunliche oder ins Grüne oder oh, nein, no. Fotografieren interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht für Fotografie. Es ist egal, ob das wie bunt das ist oder wie nicht bunt. Aber wenn du andere Bilder machst, Werbebilder, ja, dann hast du dann irgendwie dann ist wieder was völlig anderes. Bastelst und bostelst du da rum, um den Farbstück rauszukriegen und oh, genau. Aber der ist nicht dunkelhäutig, oder? Der Jason. Das ist ja unser Abzeug. Glaube nicht. US-Iraner. Sieht auch aus. Das sieht normal aus. Ja, wenn er noch so aussieht, wie er zu tun. Ja, wenn ich das sehe, sind sie identifiziert. Den hätte ich auch eingesperrt. Solange es geht. Ja. Ich habe um 10 vor 1 den Anruf gekriegt. Ich habe Boris um 12 vor 1 angerufen. Ja. Ja, die versuchen die echte Lügen zu kriegen. Wenn die nicht kriegen, nee, der hat sofort versucht, dich zu kriegen, glaube ich, weil ja, er wusste, es schafft uns keiner. War ja irgendwie teilweise ein Punkt auch da oben. Wenn du da oben dann im Pfälzerwald unterwegs bist, da ist nichts, da ist Nirvana.
was ganz schön ist, einfach mal eine Stunde seine Ruhe. Aber wie war man? 2,50. Also hätte er schon ankündigen müssen, dass es noch 10 Minuten dauert. Ja, aber nicht auch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir hier lang dabei haben, weil irgendeine Maschine später losgeflogen ist und dann nicht um 12 kam, sondern morgens rein. Ja, und der ist jetzt schon mal hier drin. Ja, das ist David. Nein, still, I can hear you. Can you hear me? Das haben die jetzt entstanden auf dem Rollfeld. Früher war das ja so, dass du da noch was machen konntest. Und die ersten Verletzten, die hier hinten aus dem Ding raus haben, das waren ja noch Fotos. Aber ich vermisse nichts. Das muss nicht sein. Nee. Diese ganzen Halbverschossenen, die da in den Bussen rausgehen. Standst du da 5 Stunden, dann hieß es, ah, ist doch zu neblig, ich lande in Frankfurt da. So. No faces, no faces. Ich habe mal einen Gig, den habe ich mal die Nacht da angeguckt. Irgendeine Amerikanerin, die wichtig war auch eine Journalistin, ne? Eingeflogen nach Rammstein. Ich muss wieder hingefahren mit dem Motorrad. Montagmorgen um 6 kommen wir an einem Stauende an, auf der Autobahn nach Kaiserslautern von der. Ja? LKW stand quer, es war noch so viel Platz. Ich habe das Motorrad durchgeschoben, bin nach Rammstein gefahren und hat das explosiv. Weil alle anderen hielten fest. Als ich zurückkam nach dem Termin, stand er da immer noch genauso. Ja. Ich habe keine Chance gehabt im Auto. Great, thank you. Da war ich ganz allein. Yeah, get him. Well, it all depends. I mean, he's supposed to kick off at the top of the hour. Let me get him. Wer ist noch dabei? Wie heißt denn die? Also Schwester und Bruder sind mit dabei jetzt. Wissen wir nicht. Ah, okay. Wenn es Frühling ist, also Märzsonne, so 12 Grad plus, dann rennen die in kurzen Hosen hier durch die Gegend.
Südisch. Yeah, that's good, thanks. Im Dunkeln mache ich keine Demos, das ist mir so gefährlich. Da sehe ich das Zeug nicht liegen. Hi there, how you doing? Okay, sir. Charlie? Yeah, here you are, thanks. Could you, if I send this, could you, it's just not getting enough signal to send this track. Could you just walk up there with it so that it's working better until it's finished? Hey, how you doing? Yeah. My camera is going to shoot Rezaian coming out live. Right? So listen, we don't expect him. Right. So we don't expect him to say anything. We think he's just going to do a walk around. I'm on IFB. I can take a microphone. So off, away from the camera, if you want to talk to me while it's happening, you can do that, or I can step in, or just maybe he might come up and say something. You know, we don't know, it's possible. But we think not. Obviously. Right. Yeah, so here's the point. So yeah, if it's happening, I'll be out of shot, but you can still speak to me, okay? All right. When he comes out, you guys can be back, right? Okay, that's what I was thinking. Okay. Do you have a second mic channel, do you? Do that? Yeah. Anything that means that I can go over there behind you and still talk and not get on that line. Yeah. What? Well, I'm obviously not going to be standing here when he comes out, so we're just getting set up. We're just getting set up, that's all we're doing. That's I'll do this.
Okay, good. And if I just pull that there. Okay, good. So I can. Okay, good. So yeah, just get it. Junge. Das ist der Wahnsinn, das ist gerade, oder? Gamer. Der hat doch der Nacht so einen Bock, oder? Das ist kurz vor der Autobahn. Echt, das ist ein Dackel, oder? Das ist aber nicht gut, oder? Nee, ist nicht gut. Er ja, macht auch Sport und so, ja. Also nicht nur. Ist das? Promise not. Wenn du LTE hast, wie viel bringt der Kristall mit durch pro Minute? Das kommt drauf an, wie du komponierst, dann wird das schneller. Oder dann ist so 10 Feldpack, das dauert manchmal 5 bis 10 Sekunden. Das ist schon schnell. Also es kommt da wirklich drauf an, auch die LTE-Qualität, die wird der X-Fail. I'm hoping 3 to 4 to 5, depending on how slow they go. And just to give everybody a heads up, he has said he does not want to have any questions asked. He did not want to speak at the time. So if you guys could just kind of respect that, he may just come out and it might just be visual, no audio. I know. That's what I wondered. Like, he may change his mind. But, yeah. Hey guys, we have a 2-minute warning. Totally 2-minute warning. Just for now? Okay, perfect. 2 minutes away. Na dann. Du bleibst erstmal da. Ja. Ich habe so noch ein kleines Stück nach rechts. Wenn Rainer dann aufsteht, dass er schon einmal hier vor der blau-roten Wand steht. Ich warne ganz ich warne dich vor. Ich habe so eben das. Oh Mann! Hier unten ist noch kälter. Genau. Das ist eher 300 als 400. Ja, ne? Ja. Bitte beim Stativ. Ja. Kommt 3 Meter raus, bleibt nie wieder rein. Ja. Um ehrlich zu sein. Ich habe den Down.
Jose. He's on channel. Can you hear? Guys, can you hear me? It's, yes, he's on channel 3. Yes, he's on I'm just going to be on channel 2 until the photo op is over, and then I'll move out on to channel 1. Das war aber auch nicht, oder? Nee. Zumindest auf der. How you feeling, Jason? Good to be out? Yes. We're glad to have you. What's the first thing you're going to do when you're home? What do you think? Yeah, here. Go ahead. No, the Dream is on channel 1, Spears on channel 2. Links war jetzt der Bruder, dann kam die Frau. Ja, und wer war rechts? Ja. Ja. Was ist das? Alles mal? Das ist, Can I step in? Die Mutter nicht drauf. Die Mutter. Die Mutter war. Die Mutter, seine Frau und links der Bruder. Ja. Also nicht Schwester. Ja.
extends lines, understanding what happened, talking to both doctors and psychologists, just to make sense of what happened. Because remember that Jason Rezaian was imprisoned in Iran for 3.5 years. He talks about being held in solitary confinement. He says that it was a very, very difficult time in which, for a while, he was left to just exercise in a small concrete yard. So I think, Jose, that we haven't heard all of the details yet about the way that he is he's been treated, but what he has told friends and colleagues is that he's feeling good. And it's clear that he and the other two Americans who are here on this base are really anxious to get home. That may well happen in the next few days. He went to Iran as a reporter some years ago. His father was Iranian. His mother is from California. The family is based in California.